Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier stehen wir immer noch auf diesem wunderschönen Gestrüpp und betrachten unser Netherportal, durch das wir hier in der letzten Folge auf den wunderschönen Bäumen gelandet sind. Und springt noch eine kleine Hexe rum. Ne? Hehehe, Pfeilrücken. Ne? Headshot. Da können wir ja nochmal hingucken, was die Hexe so gedroppt hat. Vielleicht tolle Sachen. Mist. Daneben. Zumindest Erfahrung liegt darum. Huch. Ja, die Welt noch nicht ganz geladen. Fläschchen. Schön. Fläschchen und Erfahrung. Toll. Ja, das ist doch schon mal was. Allerdings, wenn wir uns hier mal so ein bisschen umgucken, bis auf großartig Ebene und noch mehr Märchenwald und Skelette, die hier unten irgendwo im Märchenwald rumstehen. Ja. Wie er sich umguckt. Ja gut. Gibt's hier aber leider nichts. Daher würde ich fast schon sagen, Mensch, wir begeben uns wieder zurück ins Portal, da es auch langsam dunkel wird. Und gucken lieber, das ist doch was hier alles an Viechern rumspringt. Oh. Ja, kraftvoll geschossener Pfeil. Eindeutig. Doch, ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt nicht trifft. Okay, der ging daneben. Komm schon. Das da. Doch. Ah. Gut. Dann, dass wir uns wieder zurück ins Portal begeben und einfach mal 128 Blöcke weiter gucken. Vorbereitet müssten wir eigentlich sein. Haben wir noch? Nee, wir haben kaum noch Stein. Das ist jetzt doof. Haben wir noch Stein? Ich weiß es gar nicht, ob wir zu Hause in der Kiste noch Stein hatten. Wir müssten so oder so zurück, um noch das Obsidian dafür zu holen. Machen wir doch einfach. Da. Nee, ich dachte, jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Weil hier scheint außer Märchenwald nichts mehr zu kommen. Nichts mehr zu sein. Also können wir uns auch noch ein bisschen zurückbegeben. Und warum verbrauche ich so viel Essen? Was ist da los? Nam 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 nam. So. Lecker, lecker, lecker. Alles gemampft. Und ich würde sagen, Attacke. So. Oh, weia. Ich höre doch schon wieder. Ghasts. Schnell sprinten. Uiuiui, die schießen auf uns. Na, hinter uns explodiert's. Hä? Wo ist denn der Bastard? Ich sehe nichts hier, alles rot. Noch diesen komischen Nachtsichttrank-Intus haben. Wir rennen einfach weiter. Lassen wir den Ghast einfach mal Ghast sein. Und nehmen die Beine in die Hand. Und laufen, lauf, 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 lauf. Oh ne, hier muss man hochhüpfen. Ah, das kriegen wir auch hin. Hep, hep, hep. Diese wunderschöne Treppe, die wir hier gebaut haben. Wunderprächtig und nett. Gut. Ja, alles viel zu hell. Portal Nummer 2. Ja, das war das Portal Nummer 2. Und noch ein Portal müssen wir passieren. Dann sind wir wieder zu Hause. Ich meine, es sind auch 300 Blöcke, die wir... Ja, mehr sogar. Es sind ja immer 128 Blöcke mindestens dazwischen. Also kann man gut schon von ja, 300, 400 Blöcken ausgehen, die wir uns bewegen. Dafür haben wir auch gut das Dreifache. Ja, nee, Quatsch. Nicht das Dreifache, das ist ja immer das Zehn. Nee. Zehnfache der Strecke? Ja. Nee, doch. Doch, das Zehnfache der Strecke gut gemacht. Ja, lohnt doch, oder? Ja, anstatt 300 oder 400 Blöcke haben wir halt 3000 oder 4000 so etwa die Dreh gut gemacht. Dann brauchen wir nicht immer die ganze Strecke latschen. Ich finde, das ist gut. Oh, hallo. Wo geht's denn hier runter? Erstmal unten den Boden wegklopfen. Mal gucken, was passiert. Bestimmt irgendwas Tolles. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eine Falle. Ja, das Mäuhirn versucht uns wieder eine Falle zu stellen, wie so oft. Hallo Eisengolem. Na? Alles cool bei dir? Oh, hier ist ja Party. Ne, das ist natürlich der Nachtsichttrank, der langsam ausläuft. Blub. Alle. Und dann sehen wir wieder normal. Normal schön. Ja, ich würde sagen, wir sammeln mal unsere Materialien zusammen. So, ja, hier kommen wir auch wieder raus. Wunderbärchen. Das freut mich sehr. Dann können wir ja mal gucken, wie wir es dann regeln mit dem Weg, weil
ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass da die Steine ausgehen. Wenn wir nicht genug Steine haben, müssen wir eine andere Möglichkeit finden. Was mir da spontan einfällt, wäre zum Beispiel, dass wir den Netherstein brennen zu Netherblöcken. Also so zusammengepappte Steine. Wie heißen die Dinger denn? Ja, keine Ahnung. Gucken wir mal nach. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben schon, sowas schon da. Genau, hier Netherziegel. Dankeschön. Da haben wir nämlich hier direkt gleich mal 128. Wäre doch eine Maßnahme. Außerdem können wir dann gleich noch was brennen. Und, da ist Eisen drin. Noch ein paar Level sammeln. Ich das jetzt raus. Ja, ich nehme es raus, was soll's. So, plang, plang, gibt's erstmal schon wieder ein bisschen Levels. Das schieben wir mal alles ein bisschen beiseite. Und das, da, so. Wieder ein bisschen Eisen gesammelt. Hurra. So. Da können wir in die anderen Öfen eigentlich auch noch was reinschmeißen. Ja, komm, wir haben genug. Vorbereitenderweise. Upp. Und. Oh, Essen. Lecker. Werden wir auch ein bisschen was brauchen. Auf der anderen Seite. So. Und. Was mache ich denn hier überhaupt? So. Und so. Alles klar. Doch, jetzt passt. So, den Rest behalten wir mal bei uns. Das ist zwar ziemlich viel, aber wird schon klar gehen. Netherquarz. Ist ja voll. Was ist denn da los? Ja gut, dann ist es halt voll. Meine Güte, dann nehmen wir halt den Rest mit. So, Steine haben wir da? Ja, wir haben noch ein Stack, das wird nicht reichen. Wir könnten mit den halben Platten arbeiten, aber das ist mir ein bisschen zu friemelig. Da lassen wir das, lassen das einfach. Und arbeiten mit den... Dann wissen wir auch so ungefähr immer, wo wir sind. So, das kommt da noch rein. Hier kommt das noch rein. Holz. Holz haben wir eigentlich noch genug. Dann kommt das auch weg. Tschack. Tränke. Wie sieht es denn hier aus? Was haben wir denn hier? Seltsame Tränke. Die sind aber wirkungslos. Aber wir könnten so einen Schnelligkeitstrank eigentlich nochmal mitnehmen, ne? Einfach, dass wir auch schnell hin und her kommen. Trank der Heilung haben wir dabei. Einen Nachtsichttrank nehme ich auch noch mit. Man weiß ja nie. Und dann stelle ich gleich mal noch einen neuen Nachtsichttrank her. War doch das, ja. Müsste das gewesen sein. So, dann 1, 2 Stein. Das sollte, denke ich mal, reichen. Gewappnet sind wir. Hui. Dann wieder ab in Nether. Die restlichen Steine können da erstmal vor sich hin brutzeln. Halt. Ah, jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen, nämlich das Obsidian. Und das wäre schön gewesen. Hätten wir uns dann einen Weg hingebaut und dann Obsidian für ein neues Portal. Ja. Sowas habe ich gehört, soll es geben. So, 10 Stück. Dankeschön. So, Feuerzeug haben wir auch dabei. Alles klar. Alles da. Alles ist da. Alles ist gut. Hier ist alles super. Hier ist alles super. Ups, jetzt hat es erstmal geleckt. Also doch nicht alles so super. Ich weiß nicht, diese Minecraft-Mikro-Ruckler. Ich weiß nicht, woher die kommen. Also, es verwundert mich manchmal. Aber ansonsten läuft es sehr flüssig hier. Du, 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 flüssig, flüssig, flüssig. Bloß manchmal hat Minecraft dann so seine Anwandlung. Gut, manchmal ist es auch einfach bloß ein Windows-Update, was sich unbedingt installieren will. Ja, da guckst du, ne? Ich hab Fleisch. Tschüss. Tschüss, Hundi. Blub. Da sind wir wieder. Wollen wir den Schnelligkeitstrank jetzt schon nehmen? Ja, komm, was soll's. Sind wir schneller auf der anderen Seite. Trifft uns vielleicht kein Gast. Ist doch cool. So, jetzt müssen wir noch sprinten. Wusch. Wusch. Ja, ein bisschen schneller ist man. Nicht bedeutend. Ist das? Ja, Schnelligkeit. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas geschlürft habe. Zum Beispiel ich. Schönheitscreme. Erstmal hinter kippen und dann guckst du doof, weil... du einen wunderschönen, anmutenden Rachenraum hast, aber das sieht leider keiner. So. Portal Nummer 1. Ob du richtig stehst oder nicht, sagt dir das Licht. Denn wir gehen weiter. Höhengeräusch. Können noch springen. Das ist immer sogar noch schneller, oder? Ich weiß gar nicht, ob das...
Ich glaube, wir sind sogar nicht schneller, wenn wir springen, wenn wir einen Schnelligkeitstrank intus haben. Könnte zumindest so sein. Was ist hier los? Das sieht doch ganz gut aus. Gast höre ich bis jetzt auch noch nicht. Also, toi, toi, toi. Moi, moi, moi. Hopp, hopp. Ja, hier großartig verlaufen kann man sich ja nicht. Es geht ja quasi nur geradeaus. Ja, obwohl, ich habe das schon hingekriegt, an so ein oder anderen Stellen mich zu verlaufen. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach hier unten weg. Machen da weiter. Und hauen uns dann hier einfach quer durch den Berg von hier aus. Auch wieder in die Richtung. Irgendwann kann man ja dann nach links und rechts noch abweichen. Aber jetzt will ich erstmal hier diese Stelle nutzen und mich weiter durch den Berg prügeln. Kann ja etwa abschätzen, wie weit wir gekommen sind. Indem wir die Anzahl unserer. Ah, Lava! Die Anzahl unserer Lava! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Böse! Das ist da einfach Lava. Was soll das? Indem wir die Anzahl unserer gesammelten Netherblöcke hier durch drei Teilen. Nee, durch drei, durch sechs teilen. Dann wissen wir ja, wie viele Blöcke wir vorangekommen sind, weil wir uns hier so ein 6x6, 6x6, 2x3, also sprich sechs Blöcke tiefen, breiten, voluminösen Gang bauen. Ich denke, das kommt etwa hin. So, ab und zu können wir auch eine Fackel setzen, damit wir hier überhaupt sehen, was wir abbauen. Oh, Netherblöcke. Wer hätte es gedacht? Ich bin sehr überrascht. Das Schöne ist aber, wir kommen mit unserer Mega-Spitzhacke hier super durch, obwohl die ganz schön leidet unter dem, obwohl sie Haltbarkeit hat. Das ist, naja. Ach, bin ich jetzt satt. So, weiter. Keine Müdigkeit vorschützen hier. Wir hauen uns einmal quer durch den Berg. Irgendwo müssen wir ja mal rauskommen. Ich wünsche mir ja tatsächlich noch so ein Dschungelbiom. Den Jungle. So, also nach dem Motto: Welcome to the Jungle. Ja, aber sehen werden wir es erst, wenn wir soweit sind. Ich fange jetzt trotzdem, glaube ich, schon mal an. Ich glaube, wir haben jetzt schon das erste Stack voll. Wir können ja schon mal eine Bahn bauen. Nur bloß aufpassen, dass hier unten nicht irgendwelche Abgründe auftun. Das wäre jetzt sehr ungünstig. Versuche ich mal so ein bisschen Auge drauf zu halten. Nicht, dass dann auf einmal da eine Lücke ist und wir in unseren Tod fallen. Nein. Das wäre sehr ungünstig. Aber sieht gut aus. Schön. Schön, schön, schön. So. Halt. Tok, 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 tok. Wir sind sogar schneller als das, was wir legen, durch den Schnelligkeitstrank. Finde ich klasse. Normalerweise holt uns das irgendwann wieder ein und wir bauen ja Blöcke übereinander. Ja, da haben wir schon das erste Stack verbraucht. Ja. Kommt in etwa hin. Ah, es wird vielleicht wieder was liegen bleiben, aber naja, meine Güte. Bleiben halt ein paar Nether-Steine hier liegen. Stört jetzt nicht so. Wenn wir unbedingt welche brauchen. Wir wissen ja, wo es noch genug von den Dingern gibt. So, machen wir uns das hier Ganze hier mal zunutze und. Netherquarz. Schön, Level. Dankeschön, Dankeschön. Da bin ich dann sogar mal so frei und arbeite das Quarz aus dem Berg. Oder aus dem Höllenstein. Keine Ahnung. Zack, zack. So. Sieht gut aus. Das Quarz brauchen wir ja nicht. Das können wir ja dann eigentlich liegen lassen. Aber was brauchen wir eher weniger? Noch mehr Nethersteine oder so ein bisschen Netherquarz? Würde ich doch eher sagen, lassen wir einfach diese blöden Nethersteine liegen. Weil, ja, mitnehmen muss man die jetzt nicht. Oh, Netherquarz. Oh, noch mehr Netherquarz. Wetten, gleich geht es hier ganz tief runter. Oh, noch mehr Netherquarz. Das nehmen wir natürlich mit, die Erfahrung, wenn sie uns schon so offen dargeboten wird. Wie weit?
Hammer. Oh, das ist ja hier die pure Erfahrungsdusche, die wir hier kriegen. Oh, Erfahrung, ja. Oh, mehr. Oh. Da ist ja noch mehr. So. Haben wir jetzt alles? Zack, Fackel. So, ein bisschen Quarz können wir auch noch mit einsammeln. Und wir tauschen das kurz aus. Zack. So. Mach mal erstmal hier dicht bis zum Ende und dann. Oh, war ja. Das war knapp. Aber ja, wir sind ja aufpasserig. Dabei. Jetzt hätten wir eigentlich ein bisschen. Na gut, Niedersteine verbrennen können. Egal. Einfach nur aufpassen. So ein kleiner Schreckmoment, aber. Das wachsame Auge sagt uns. Da ist Lava. Pass mal auf. Wir sagen danke, wachsames Auge. Das wachsame Auge ist dem da ziemlich scheißegal, ob wir hier verrecken, aber ist halt dein Job, ne? Und er muss halt machen, was er machen muss. Sonst wird er nicht bezahlt. Auch wenn er mit viel Freude dabei ist. Keine Ahnung. Müsste man dann nur hier aufstellen, so ein, keine Ahnung, so ein Auge bauen. Obwohl das immer schwierig ist, in einem Spiel, was nur aus Kanten besteht, da irgendwas Rundes hinzukriegen. Also müsste man schon einen großen Stil bauen. Wäre dann nicht so einfach. Aber hey, was weiß ich schon. Irgendwann mal. So. Sind das jetzt 22 Blöcke? Ich weiß nicht. Wir finden es einfach mal raus. Ich finde sowieso frech, dass hier einfach mal im Nether, einfach so mitten im Berg, einfach mal Lava-Dinger sind. Wie, reicht nicht? Drei noch? Ach, meine Uhr. Gut, wir haben auch ein bisschen weiter angesetzt, aber wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, nicht, dass wir auf einmal irgendwo rauskommen, wo wir schon waren. Oder so bei so einem Portal rauskommen, wo wir schon waren. Und was ist das denn? Ah ne, da haben wir bloß schon was. Okay, ich dachte. Gut, kein Netherquarz mehr? Nein. Dann ist hier 1, 2, 3. Dann ist hier Ende im Gelände. Und ich würde sagen, wir bauen hier mal so eine kleine Wohnhöhle. Es geht ja recht schnell mit den Spitzhacken, auch wenn die da ordentlich an Haltbarkeit verlieren. Aber hey. Warum nicht? Kommt hier dann das Portal irgendwo hin? Da. So. Huch. Ein bisschen höher können wir es hier noch ausbauen. Oder ein bisschen breiter. Nein! So, können wir hier ein bisschen wegschmeißen. So. So. Verbrenne. Verbrenne. Verbrenner. Und hier gleich mal ein bisschen bereinigen. Hihihi, hihihi, hihihi. Dann haben wir gleich ein bisschen die Nethersteine eingesammelt. Ist doch schon mal was. Gut, dahinter nicht. Das werde ich mir jetzt merken. Ein paar Minuten haben wir noch. Da schaffen wir es noch, ein Portal aufzubauen. So. Eins, zwei. Höher geht nicht, weil. Ja, vorbei. Gut. Was mache ich hier? Ich kann auch einfach die hier nehmen. So. Und so. Und so. Ja, das waren zwei Stacks Nethersteine, also haben wir quasi geschafft. So. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch in Brand setzen, aktivieren und Spaß haben. So der Plan. Oder wir tauschen die zwei Dinger wieder aus. Tack. Und dann auf ins Abenteuer. Komm schon, Dschungel. Komm schon. Dschungel, Dschungel. Macht mit. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Ja, ich hoffe, ihr drückt alle die Daumen. Ich mach's. Oh, verdammt. Und wir sind mitten im Wald. Mitten in einem Wald. Ach, Mist. Kein Dschungel. Irgendwer hat den Daumen nicht fest genug gedrückt. Warst du's? Nein. Nein. Wahrscheinlich war ich. Ich habe wahrscheinlich zu doll gedrückt, mir tun die Daumen weh. Ich würde sagen, wir sind im Wald gelandet. Erstmal ein bisschen Licht machen, damit wir hier überhaupt sehen, was los ist.
Und wenn wir einfach dabei sind, hier alles anzubrennen, können wir uns gleich mal so ein... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu hoch baue. Nachher falle ich runter und bin tot. Hey, was machst du denn da? Nein, meine Erfahrung! Mist! Ha! Erwischt. Sehr gut. Da hinten brennt auch was. Überall brennt's. Da sind Schafe. Das ist schon mal was Feines. Die Sonne geht sowieso gerade auf, aber ich kann jetzt hier am Horizont nicht unbedingt einen Dschungel erspähen. Ich sehe da hinten noch einen Zombie. Ob ich den treffe? Hab ich den echt getroffen? Geil. Boah, ich bin voll der Sniper. Guckt's euch an. Boah. Huch, hier brennt der Wald. Wie kommt das denn? Wie kann denn sowas nur passieren? Na nü. Nein, wer macht denn sowas? So. Nee. Ach, scheiß drauf. So. Leuchtfeuer. Oh, wetten, ich fange jetzt Feuer. Nein, alles okay. Jo, brennt's. Das ist markiert. Das will ich weghaben, das sieht hässlich aus. Als ob das ganze Ding nicht hässlich aussieht, da habt ihr vollkommen recht, aber... Die sind aber auch blöd, die Viecher, ganz ehrlich. Ja, da gibt's gebratenes Hammelfleisch, guck mal da. Und da. Und Wolle. Ja, das holen wir uns natürlich. Wenn es uns denn schon mal so freundlich angeboten wird. Schnell, bevor es verbrennt. Ja. So. Und, tja, was uns dann hier in diesem Wald noch so für tolle Abenteuer erwarten, außer ein Waldbrand und ein Waldbrandbär, der uns auf den Kopf hauen möchte, weil wir den Wald in Brand gesteckt haben. Ich meine, weil der Wald auf einmal von selber angefangen hat zu brennen. Das sehen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage, haut's rein und ciao, ciao.